Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Susanne und auf meinem Kanal findet ihr alles rund ums Selbermachen. Es gibt hier DIYs zu allen möglichen Themen und aus den unterschiedlichsten Materialien. Wenn euch diese Ideen gefallen und euch auch dieses Video gefällt, dann abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns öfters sehen. Und heute habe ich eine DIY-Idee für euch, passend zum bevorstehenden Frühling. Ich habe einen Kranz gebunden und zwar aus Material, das es im Moment in Hülle und Fülle ganz umsonst gibt. Bei uns in der Nähe wurde eine Birke gefällt und da habe ich fleißig Zweige gesammelt und aus diesen werde ich jetzt einen Kranz gestalten. Und ganz am Ende des Videos zeige ich euch auch noch zwei Varianten, wie ihr diesen fertigen Kranz dann dekorieren könnt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und dann vor allem beim Nachmachen. Zuerst zeige ich euch jetzt mal, was ihr für den Kranz alles braucht. Ein Strohrömer, Bindedraht und eine Gartenschere. Und an Zweigen habe ich hier einmal Birkenzweige. Da eignet sich vor allem die vorderen weichen, biegsamen Enden besonders gut. Und keine Angst, ich habe das jetzt nicht vom Baum geschnitten. Bei uns in der Nähe wurde eine Birke gefällt. Dann habe ich hier so Flechtenzweige vom Obstbaumschnitt. Und hier Euphorbia spinosa. Und wer errät, was das hier ist? Das sind Zweige von unseren Thymianbüschen im Garten. Ich finde, es sieht sich wirklich zum Verwechseln ähnlich und man kann sich das dann, sollte man Thymianbüsche im Garten haben, den Kauf von Euphorbia spinosa sparen. Ich verwende das sehr gerne, wenn ich gerade kein Euphorbia zu Hause habe. Wie gesagt, dieses Thymian eignet sich genauso gut dafür. Damit es beim Binden nachher zügig vorangeht, schneide ich mir mein Material immer schon vorher zurecht. Von den Birkenzweigen so circa 20 bis 30 cm lange Stücke und von den anderen Materialien so 20 cm lange Zweige. Und aus diesen Reststücken, sprich aus den dickeren Zweigen der Birke, die müsst ihr nicht wegwerfen, sondern könnt ihr euch eine andere tolle Kranzvariante noch machen. Die habe ich euch hier auf dem Kanal auch schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Und zwar ist es eine Variante aus Ästen und Holzleim. Schau da auch unbedingt mal rein. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte und das, wie ich finde, das Ergebnis ist richtig toll. Bevor ich jetzt mit dem Binden starte, befestige ich meinen Bindedraht am Strohrömer. Dafür wickle ich ihn zweimal stramm um den Kranz und verzwirbel Anfang und Ende. Aus meinen Birkenzweigen bilde ich jetzt richtig üppige Bündel. Und zu jedem Bündel nehme ich entweder so einen Euphorbia- oder Thymianzweig dazu oder einen Flechtenzweig. Ich habe jetzt auch extra einen schmalen Strohrömer verwendet, weil dieses Material dann doch sehr üppig aufträgt. Und den ersten Bündel lege ich jetzt so auf, dass die Außenseite des Ringes bedeckt ist und den nächsten dann so, dass die Innenseite bedeckt wird. Schlinge ich den Draht zweimal drumherum und ziehe das Ganze gut fest. Und sollten euch jetzt ein paar Zweige einfach zu lang geraten sein, dann könnt ihr die einfach nochmal einkürzen. Am Ende angekommen und um den letzten Rest Strohkranz zu bedecken, werde ich jetzt circa noch 2 bis 3 Bündel aufbringen und dafür habe ich mir die Zweige wesentlich kürzer geschnitten als vorher, denn dann kann ich das Ganze besser handeln, denn ich muss jetzt die Zweige vom Anfang zurückbiegen und dann mein Bündel darunter schieben. Und dann das Ganze genauso mit dem Draht befestigen wie vorher. Der Kranz ist jetzt geschlossen und ganz wichtig, den Draht habe ich jetzt noch dran gelassen, den brauche ich gleich nochmal. Und für die weitere Ausgestaltung verwende ich Moos. Zweige von Weidenkätzchen, die habe ich mir nicht in der Natur geschnitten, sondern im Gartencenter gekauft und Perlhornfedern. Ich werde jetzt überall im Kranz so kleine grüne Tuffs unterbringen. Dafür zupfe ich mir so kleine Stückchen Moos ab und schiebe die einfach unter die Zweige. Und beim Ausgestalten von so einem Kranz
Achtet einfach drauf, dass ihr auch die Außen- und Innenseite im Blick behaltet. Wem der Kranz so gefällt, der kann ihn natürlich so lassen. Mir persönlich ist er jetzt ein bisschen zu struppig und deshalb werde ich jetzt die Zweige mit einer weiteren Runde Draht ein bisschen nach unten binden. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ihr so einen braunen, geglühten Bindedraht verwendet, denn den sieht man kaum oder gar nicht. Um den Draht jetzt abzuzwicken, drehe ich den Kranz um und vernähe den Draht dann unter diesen anderen Drahtschlaufen, ziehe das Ganze gut fest. Habt ihr den Draht festgezurrt, dass nichts mehr aufgehen kann, könnt ihr euch aus dem Rest noch eine Schlaufe für die Aufhängung biegen und dann dieses Ende einfach nochmal um den Draht herumzwirbeln. Und damit nichts verkratzt, stecke ich die Spitze immer in den Strohkranz ein. Weiter geht's jetzt auf der Vorderseite. Wem das Moos jetzt ein bisschen zu sehr verschwunden ist, der kann jetzt natürlich noch mal ein bisschen nacharbeiten und Moos einarbeiten. Die Weidenkätzchenzweige habe ich mir jetzt in so 12 bis 15 cm lange Stücke zurechtgeschnitten. Das Ende stecke ich jetzt so unter die Zweige und die Spitze fixiere ich unter einer Drahtschlaufe, so dass die Zweige die Form von dem Kranz aufnehmen. Und für den letzten frühlingshaften Touch bringe ich jetzt noch ein paar Perlhundfedern auf. Und damit die Federn möglichst natürlich wirken, bringe ich die auch nicht im Verlauf des Kranzes auf, sondern kreuz und quer und dann einmal mit dem Schwung nach oben, einmal mit dem Schwung so nach unten. Soll so aussehen, als ob die Federn zufällig auf dem Kranz gelandet wären. Wollt ihr den Kranz als Tür- oder Wandkranz verwenden, dann würde ich zwei schöne Bänder so anbringen, dass ich sie in einer Schlaufe oben um den Kranz herumlege, auf dieselbe Länge bringe und dann hier unterhalb die Bänder miteinander verknote und die Enden nach unten als Deko hängen lasse. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die, den Kranz liegend zu dekorieren. Dafür habe ich mir diese Schale hier mit Moos ausgepolstert. Den Kranz lege ich dann oben drauf und in die Mitte stelle ich ein paar schöne Frühlingsblüher. Nicht so viele, damit die Schönheit des Kranzes quasi nicht verloren geht und man nicht so sehr abgelenkt wird. Und die unschönen Plastikgefäße bedecke ich einfach nochmal mit ein bisschen Moos. Zum Abdecken verwende ich Bollenmoos. Das gefällt mir persönlich immer ganz besonders gut, denn das gibt noch ein bisschen Struktur. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Moos verwenden. Und noch ein Tipp, wem noch ein bisschen zu wenig Euphorbia spinosa im Kranz auftaucht, der kann jetzt im Nachhinein noch ein paar Zweige einstecken. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wer hat an der Stelle im Video gedacht, als ich die Zweige mit dem Draht nach unten gebunden habe? Oh weia, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte den Kranz so wild und strubbelig gelassen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und freue mich schon auf eure Kranzvarianten und auf eure Deko-Ideen, wie ihr den Kranz dann ausgestaltet. Schickt mir davon unbedingt Bilder, das geht am besten über Instagram unter dem Hashtag Deko-Ideenreich oder markiert mich auf dem Bild oder die Möglichkeit wäre auch, mir über Facebook Bilder zuzuschicken. Und über einen Besuch auf meinem Blog würde ich mich auch riesig freuen. Dort gibt es immer ein paar schöne Fotos von den aktuellen DIYs und auch ein bisschen Text dazu. Und dann auch nochmal Zugang zu dieser Videoanleitung. Dort dürft ihr mir auch gerne mal einen Kommentar hinterlassen. Oder besucht mich mal auf Facebook, Instagram oder Pinterest. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video und sage für heute Ciao!
Wer jetzt Lust bekommen hat auf noch mehr DIY-Ideen, der kann hier links klicken und hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Und denkt beim Abonnieren dran, unbedingt die Glocke zu aktivieren, nur dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt.